5,4 Millionen Euro investiert die Stadt Battenberg in ein Gesundheitszentrum. Bereits 2023 soll es fertig sein. Mit einem symbolischen Spatenstich ging es los, aber bereits am 25. rollen die Bagger und fangen an zu bauen. Der Bürgermeister und der erste Kreisbeigeordnete als Gesundheitsdezernent. Es wurde gesagt, ärztliche Versorgung auf dem Land. Jetzt werden nicht nur die Menschen immer älter, sondern auch die Ärzte. Wie will man eigentlich in so ein Haus dann auch Leben bringen? Ich kann sagen, dass wir bei den Dienstleistern, mit denen wir im Gespräch sind, eigentlich ein verhältnismäßig niedrigen Altersdurchschnitt der Ärzteschaft haben und der medizinischen Dienstleister, sodass wir hoffen, dass die dann auch hier ansässig bleiben, um die ärztliche Versorgung der zugegeben älter werdenden Gesellschaft hier oben sicherstellen können. Karl Friedrich, der Landkreis unternimmt ja schon seit einigen Jahren erhebliche Anstrengungen, Ärzte, Ärztinnen hier aufs Land zu bekommen. Mit angefangen von Stipendien und so weiter. Fruchtet das? In Teilen fruchtet das. Wir gewinnen den einen oder anderen, aber entscheidend ist, glaube ich, so ein Projekt wie das Gesundheitszentrum in Battenberg, weil wir neue Wege gehen. Der herkömmliche selbstständige Landarzt, der rund um die Uhr tätig ist, den wird es in der kommenden Zeit nicht mehr geben, zumal die große Mehrheit der Medizinstudenten weiblich ist. Das geht Richtung 80%. Und dafür müssen wir neue Wege finden, damit die arbeiten können. Und das geht nur in solchen Gesundheitszentren mit festen Arbeitszeiten, mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf und anderen Dingen. Und wenn wir sowas anbieten, wie hier in Battenberg, dann haben wir auch die Chance, Ärztinnen insbesondere zu gewinnen, die sich dann um die Versorgung der Menschen im ländlichen Raum kümmern. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das Modell der Zukunft ist, angestellte Ärzte zu beschäftigen in solchen Gesundheitszentren. Dann sind es halt mehr als nur der eine Landarzt, dann werden sich Stellen geteilt. Aber das Potenzial ist da und wir werden das hier gut nutzen können. Die Bevölkerung wird älter. Das bedeutet auch, sie fahren nicht mehr ganz so gern oder können auch nicht mehr so fahren. Heißt das in einem Gesundheitshaus hier in Battenberg auch eventuell zum Beispiel Belegärzte durch Fachärzte, durch Hebammen oder Ähnliches? Das ist ja ein Stück weit unser Ziel. Wir haben hier ein Grundangebot, was wir realisieren können. Aber wir bauen so, dass wir auch immer die Möglichkeit haben, noch fachärztliche Leistungen anbieten zu können. Und wenn das nur der Facharzt ist, der irgendwo in der Stadt ist und dann mit einer Zweigpraxis kommt oder mit temporärem Sprechstundenangebot. Das ist ja genau das, was wir hier realisieren und praktisch Gesundheitsversorgung aus einer Hand darstellen in so einer Räumlichkeit. Und da hilft uns die Stadt in besonderer Weise dabei. Jetzt hat Battenberg, Bürgermeister Klein, einiges zu bieten an Infrastruktur, viele Arbeitsplätze in der Nähe, ein Schwimmbad, Schulen. Und das ist jetzt so dieses Stück, was im Rundenkreis gefehlt hat. Ich sehe das auch so. Es ist ein Angebot, was wir den Leuten machen können, dass wir auch als Stadt Battenberg für zuziehende Menschen interessant sind, aber auch nicht nur für Zuziehende, sondern auch für die, die hier sind. Aber ich will auch sagen, das Gesundheitszentrum hat dann ja auch eine Bedeutung über Battenberg hinaus. Da müssen wir auch über die Stadtgrenzen drüber denken. Wir wollen ja hier auch an der Stelle zentral die ärztliche Versorgung auch für die umliegenden Orte im oberen Edertal ein bisschen mit absichern, damit eben auch die nicht bis Marburg oder bis Korbach fahren müssen, um dort zum Arzt zu kommen, sondern in der Reichweite von 10, 15 Minuten auch einen Arzt vor ihrer Tür finden. Das ist die Blaupause hier. Es gibt in Frankenau auch die Planung für ein Gesundheitshaus. Wie weit ist das denn? Wir sind da im Moment im Baugenehmigungsverfahren auf der einen Seite und auf der anderen Seite warten wir auf den Förderbescheid. Die Stadt Frankenau wartet auf den Förderbescheid. Also ich gehe davon aus, dass wir da auch Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres an den Start gehen können. Und dann haben wir so das ein oder andere weitere Projekt auch in der Pipeline. Mit Port in Willingen, mit dem Gesundheitshaus in Battenberg und dem Gesundheitshaus in Frankenau demnächst. Ist wieder ein großer Schritt Richtung Gesundheitsvorsorge, ärztliche Versorgung für die Bevölkerung des Landkreises getan.
Das hoffen wir, dass das so getan ist. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, Karl-Friedrich Frese und auch die Bürgermeister der Kommunen. Da kann ich, glaube ich, für alle zusammen sprechen, ohne hier jetzt das vorher abgestimmt zu haben. Es ist ein Prozess, dem wir uns verstärkt widmen müssen in der Daseinsvorsorge, ob Landkreis, ob Kommune oder auch Land. Wenn wir die Ärzte in den Flächen halten wollen, dann müssen wir uns alle Gedanken machen, wie das funktioniert. Und das funktioniert am besten, wenn wir uns zusammen engagieren. Als Einzelkämpfer unterwegs kriegt das keiner hin. Vielen Dank.